Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Tatendrang. Ich freue mich so, dass du hier bist und ich werde dich heute in ein Thema mitbringen, wo ich mich lange Zeit total versperrt habe und Widerstand hatte und wo ich aber heute weiß, that's the only way to do it. Und zwar geht es heute um das Thema Soul Business bevor wir reinstarten möchte ich hier die möglichkeit nutzen mich auch nochmal bei dir zu bedanken denn gerade in letzter zeit in den letzten wochen erreichen mich so viele nachrichten und feedback zu dem podcast auf social media zu meinem werdegang was das mit euch macht was das mit dir macht und dafür bin ich so unfassbar dankbar und das ist mir einfach wichtig gewesen, jetzt zu Anfang mal loszuwerden, denn es ist einfach sehr, sehr schön, diese Rückmeldung zu bekommen. Und deshalb auch hier die Einladung an dich. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mir mal schreiben, du möchtest mir Feedback geben, du möchtest deine Geschichte erzählen, dann ich würde mich so freuen, wenn du mir schreibst und wenn du die Chance nutzt. Du findest alle Infos wie immer in den Show Notes. Dann mache ich vielleicht auch noch mal ein kurzer Catch-up, wie ich äh, gerade hier sitze. Ich habe Pfingsten im Schwarzwald verbracht, im Grünen. Äh, wir waren sehr viel wandern, haben sehr gut gegessen, waren sehr viel draußen in der Natur, hatten auch ordentlich Muskelkater von unseren Wanderungen. Und äh, es fühlt sich gerade einfach so gut an, wieder so aufgeladen zu sein. Also. Es war so schön, durch diesen Wald zu spazieren. Das Vogelgezwitscher, die unterschiedlichen Untergründe zu spüren, wie es da gerochen hat. Also ich habe super, super oft zu meinem Freund gesagt: Oh mein Gott, es riecht hier einfach so gut. Er konnte es leider nicht wahrnehmen, denn er hat so ein bisschen Heuschnupfen. Aber für mich war das wirklich super schön. Dementsprechend sitze ich jetzt heute hier am Dienstagmorgen. Morgen geht die Podcast-Folge online. Deshalb auch an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Podcast-Fee, die mich unterstützt und die das auch immer möglich macht, wenn es mal kurzfristig ansteht, den Podcast zu bearbeiten. Und jetzt würde ich sagen, starten wir ins Thema rein: Soul Business. Herzlich willkommen zu Tatendrang. Dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleid, Emotions- und Business-Coach, und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterherzujagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest, Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dein Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go. Ich spule mal ein bisschen zurück und nehme dich mit so in das Jahr 2019, 2020. Das waren so die zwei Jahre, in denen ich mich natürlich intensiv damit beschäftigt habe. Wie kann ich gründen? Wie kann ich dieses Unternehmen jetzt aufbauen? Und mir war von vornherein klar, das soll ein Unternehmen werden. Das ist kein Hobby für mich, sondern ich habe wirklich das Ziel gehabt, von Anfang an nicht da so ein bisschen Geplänkel an Umsatz, sondern mir war von vornherein klar, ich möchte es als Unternehmen aufbauen, ich möchte Mitarbeitende haben, ich möchte Umsätze machen, die auch das Angestelltengehalt deutlich übersteigen. Ähm, ja, ich möchte einfach ein Unternehmen aufbauen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit ganz vielen Menschen auseinandergesetzt und meine Standardfrage war immer: Wie kommst du an Kunden? Wie schaffst du es, an neue Aufträge ranzukommen? Zu dem Zeitpunkt ist mir ziemlich oft das Wort durchs Netzwerk entgegengebracht worden und ja, in dem Moment war für mich so, okay, was ist eigentlich dieses ominöse Netzwerk und wie kriege ich das eigentlich hin und was bedeutet das für mich? Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, dass ähm, ganz viele auf Social Media unterwegs sind und da ihre Sichtbarkeit aufbauen. Wenn du da den detaillierten Weg wissen möchtest, dann hör dir gerne die Folge davor an, ähm, wie ich den Weg gegangen bin, mein Business aufzubauen. Dann da sind ein bisschen mehr Details drin, ne? da gehe ich jetzt heute nicht so drauf ein aber ich habe gleichzeitig gemerkt, hey, es gibt auch die Möglichkeit, der eine Sichtbarkeit aufzubauen und dadurch an Kunden zu kommen. Und für den Weg habe ich mich am Ende entschieden. Und dann war die nächste Frage oder ich glaube, es ist auch sehr unbewusst abgelaufen, dass ich mir angeguckt habe, wer am Markt ist denn eigentlich erfolgreich und wer eben nicht. Und damals gab es halt so ein paar Anbieter, die einfach sehr sehr erfolgreich waren und an die an denen habe ich mich orientiert. Und für mich war das damals keine Option, einen Online-Kurs abzudrehen und den einfach immer wieder zu verkaufen, sondern mh, ich habe mich einfach an denen orientiert, die da sehr erfolgreich waren. Und natürlich habe ich mich dann auch davon so ein bisschen einnehmen lassen, würde ich sagen. Also für mich hat sich es einfach sehr logisch angehört, äh, was deren Warum ist, warum kein Online-Kurs und ähm, warum. Was eben so ein Mix macht von, du hast Aufnahmen, du hast eine Plattform mit Informationen, mit Videos etc. und gleichzeitig aber auch eine Live-Begleitung. Und daran habe ich mich am Ende orientiert. Und für mich gab es zu dem Zeitpunkt auch gar keine andere Lösung, als es auf diese Art und Weise zu machen. Das heißt, mir war klar, es wird ein Business, da soll Umsatz bei rumkommen. Mir war klar, es gibt erfolgreiche Anbieter, die machen das so und so und an denen orientiere ich mich. Und was ich dabei aber komplett vergessen habe, war, was ist denn eigentlich meine Art? Wie will ich's eigentlich haben? Das ist am Ende doch mein Unternehmen, also diesen Gedanken mal aufkommen zu lassen, hey, wie möchte ich's eigentlich haben? Was ist mein Format, was mir am meisten Freude bereitet, wo ich am meisten aufgehe? Ist es vielleicht wirklich einfach vor der Kamera die Inhalte abzudrehen? Oder ist es eben nur live zu machen? Oder ist es irgendwas dazwischen? Welche Produkte mag ich eigentlich? Ist es eine langfristige Begleitung oder ist es eher so eine kurze Infusion oder Activation und danach geht es in die Umsetzung? Oder gehe ich eigentlich eher den Weg, nur eins zu eins anzubieten? Und ich mache gar nicht so diese Wissensvermittlung, sondern ich begleite Menschen nur im eins zu eins und an den persönlichen Blockaden. Und diese Fragen habe ich mir am Anfang nicht gestellt, sondern ich habe mich wirklich einfach orientiert an denen, die erfolgreich sind und habe gedacht, okay, Copy Paste. Dieses Format für meine Themen, off you go. So, in die Umsetzung, los geht's. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich sogar abschreckend, wenn nicht sogar wirklich negativ behaftet, wenn Menschen davon gesprochen haben, ich helfe dir, den Start in dein Herzensbusiness zu wagen. Und für mich war das immer so eine Weichpinselei. <laughs> also für mich war das immer so ein Ja, aber es ist doch ein Business. Da war natürlich ganz viel von meiner Haltung zum Thema Arbeiten, zum Thema äh, Was heißt eigentlich Unternehmertum. Da war immer noch dieses Selbstunständig und das Herz hat da nicht so viel mitzureden. Aber es ist eher der Kopf, der das umsetzt und auch zum Erfolg bringt am Ende. Und dementsprechend waren das für mich eher immer Marketing-Messages, die von auch Business-Mentoren und Mentorinnen nach draußen gegeben wurden, die mich abgeschreckt haben. Vielleicht auch, weil ich gesehen habe, okay, deren Kunden sind nicht ganz so erfolgreich. Ne? Da ist man ja ziemlich schnell in äh, Kausalitäten ableiten und Zusammenhänge. Und ja, deshalb war das für mich zu dem Zeitpunkt wirklich, dass ich mich sehr... In diese männliche Haltung, in diese männliche Herangehensweise gewagt habe, das einfach durchzuziehen. Modeling of Excellence, wenn du so möchtest. Ne? Jemand macht das richtig gut und dich an diesem Geschäftsmodell oder an diesem, an diesem ja, Aufbau zu orientieren. Das war auch erfolgreich. Ich war damit extrem erfolgreich. Ich habe. Ab dem ersten Monat fünfstellige Umsätze gemacht, das heißt mehr als 10.000 Euro ähm, umgesetzt. Ich hatte von Anfang an Kunden. Ähm, es ist stetig gewachsen. Ich hatte nach einem halben Jahr nach Start etwa direkt eine, eine erste Mitarbeiterin, die mich unterstützt hat. Es war erfolgreich, es war sogar sehr erfolgreich. Und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Und gleichzeitig habe ich heute einen Blick darauf, der ein bisschen holistischer, ganzheitlicher ist, als der eben damals war. Denn heute, wenn du diesen Podcast hörst, also der kommt jetzt am 31. Mai raus, und an dem Tag findet mein Soul Business Workshop statt. Wenn du da noch dabei sein möchtest oder wenn du dir die Aufzeichnung anschauen möchtest, dann ähm, kannst, du gerne, kannst du das gerne tun, indem du dich anmeldest. Den Link findest du in den Show Notes. Und inzwischen arbeite ich selbst mit dem mit dem Wort Soul Business. Ja. Und dazwischen ist natürlich eine ganz schöne Wandlung passiert. Ja, ich habe nämlich irgendwann gemerkt, dass diese männliche Herangehensweise und ganz ehrlich, that's story of my life. Ich habe einfach gemerkt oder das wurde mir so vorgelebt, dass Erfolg, Karriere ist männlich. Ist männlich geprägt. Alleine wenn ich an meine Familie denke, mein Vater war derjenige, der das Geld äh, nach Hause gebracht hat und ich habe gesehen, okay, er ist unabhängig. Er kann frei entscheiden. Und dementsprechend habe ich mich daran orientiert. Dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Klar, männlich dominiert. Ein Großteil meiner Kommilitonen waren Männer. Immer wenn es um Karriere ging. Oder um Werdegänge, die vorgestellt wurden durch Unitalks. Alles waren Männer. Danach habe ich einen MBA gemacht. Und dieser MBA hat sich an Ingenieure gerichtet. Und auch da, ich glaube, wir waren knapp über 20 Leute und davon waren drei Frauen. Und ja, auch die Leute, die uns unterrichtet haben. Ich glaube, ich kann mich an zwei Frauen... Erinnern und dann waren es teilweise auch so Pärchen quasi, die unterrichtet haben. Das heißt, es war ein Mann zusammen mit einer Frau. Ähm, aber auch da, das war sehr männlich orientiert. Das heißt, mein komplettes Leben war für mich immer diese Verknüpfung zwischen Erfolg, Unabhängigkeit, Freiheit, die Person, die das Geld nach Hause bringt, das sind Männer. Und. Dementsprechend war ich natürlich auch sehr, sehr stark in meiner männlichen Energie. Umsetzen, Fokus, durchziehen. Und irgendwann habe ich aber halt gemerkt, dass dieses Durchziehen und Fokus halten und das auf eine gewisse Art und Weise machen und ja nicht davon abweichen, ist einfach sau, sau anstrengend für mich. Und bringt mich auch an einen Punkt, wo ich eigentlich gar nicht mehr glücklich bin. Und ich habe das in verschiedensten Podcast-Folgen mal erwähnt, dass ich äh, ja im letzten Jahr auch über mich gesagt habe, dass ähm, ich die Sklavin meines eigenen Unternehmens bin. Und ich finde, dieses Bild ist es wirklich stark und bringt zum Ausdruck, dass ich mich ja einfach gar nicht mehr wohlgefühlt habe. Und natürlich habe ich mich da selbstständig reinmanövriert und Natürlich ist es auch in meiner Verantwortung, mich da rauszuholen. Und es ist mir ganz gel gut gelungen. Und es ist mir vor allem dadurch gelungen, dass ich mich wirklich nochmal zurückbesinnt habe. Warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Was ist mein Warum? Was ist eigentlich meine Art und Weise, Business zu machen? Was verbinde ich damit? Was möchte ich damit verbinden? Wie möchte ich als Unternehmerin sein? Was ist für mich wichtig im Alltag? Wie kann ich das auf eine Art und Weise machen, die mir Energie gibt und nicht zieht? Wie kann ich da mehr Sanftheit, Hingabe, Weichheit reinbringen? Wie kann ich mehr aus mir heraus kreieren und nicht, weil ich äußeren Ideale folge? Und deshalb ist es inzwischen so, dass ich auch über mein Business als Soul Business spreche, dass ich das so nenne. Weil es ist am Ende der Ausdruck meiner Seele, der Ausdruck meiner Essenz, meiner Persönlichkeit, das auf die Art und Weise zu machen, wie ich es machen möchte. Werte basiert. Werte wie beispielsweise Wachstum, aber gleichzeitig eine Freude und einen Spaß dabei zu haben. Das ist mir wichtig und nicht, ob dieses eine Ideal oder dieser eine Plan, den ich mir gesetzt habe, jetzt durchgeführt wird. Im letzten Jahr habe ich mich super, super stark genau daran orientiert. Ich habe Anfang des Jahres festgehalten, was wann gelauncht oder veröffentlicht wird und ich habe es durchgezogen, auch wenn ich eigentlich gar keine Energie mehr dafür hatte. Auch wieder die männliche Art und Weise. Ich habe es vorgenommen, ich habe Plan, Struktur, ich ziehe es durch. Und inzwischen und in diesem Jahr, hast du vielleicht auch schon in ein paar Folgen gehört, gerade so Jahresplanung, Jahresrückblick. Ähm, habe ich ja darüber gesprochen, dass mein Jahresmotto Flow ist. Und es fließen zu lassen, ist ja auch was Weibliches, eine weibliche Qualität. Ähm, Dinge kommen zu lassen, Dinge neu zu machen, mich zu bewegen, aber auf eine Art und Weise, die fließt, die nicht anstrengend ist, die nicht viel Kraft braucht. Und dementsprechend bin ich auch ins Jahr reingestartet und hatte einen Plan und habe den aber schön elegant über Bord geworfen und habe mich dem gewidmet, was gerade dran ist. Und deshalb ist es jetzt Mai und ich schöpfe immer noch aus dem Alltag super viel Energie, weil ich das mache, was mir richtig viel Freude bereitet. Weil ich es auf eine Art und Weise mache, die mir Energie gibt. Weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie will ich es eigentlich haben. Und immer wieder mit mir einchecke und merke, was ist gerade wichtig. Was ist gerade wichtig für mich? Was ist der Ausdruck von dem, was ich gerne in meinem Business leben möchte? Und deshalb sind jetzt Themen auf meinen Tisch gekommen, die gar nicht geplant waren, auf die ich mich aber so krass freue und es kaum erwarten kann, die umzusetzen. Wie beispielsweise die Coaching-Ausbildung, die im August stattfindet. Ich bin Lehrtrainerin für m -Trace. Und ich werde ab August das erste Mal M-Trace-Coaches, also Emotions-Coaches, ausbilden. Auch wenn du da schon merkst, hey, ich habe Interesse, findest du auch einen Link in den Show Notes und kannst dich auf die Warteliste eintragen. Im Juni wird es dazu auch einen, einen Online-Workshop geben, wo ich mal einen Überblick gebe, was ist die Methodik, was steckt da drin, wie kannst du damit arbeiten. Und ähm, natürlich auch alle Infos zur, zur Ausbildung. Ähm, ich sage dir schon mal das Datum, weil das erste Datum steht auch schon. Das ist der 24. bis 27. August. Und dann ist es nochmal im Oktober. Das schaue ich mal ganz kurz nach. Genau, das müsste der 5. bis 8. Oktober sein. Die zwei Daten kannst du dir schon mal vormerken. Da findet jeweils das Level 1 ähm, statt. Genau. Und das ist ja eine Sache, die auf die ich eingeladen wurde oder für die ich eingeladen wurde, nachdem ich einfach die Ausbildung gemacht habe, gezeigt habe, wie ich Coach sichtbar wurde und dann angesprochen wurde von dem Dirk Eilert, der mich gefragt hat: Hey, wenn du dir das vorstellen kannst, ich könnte das mir super gut vorstellen, dass du das machst. Und es war im ersten Moment natürlich so ein bisschen, okay, wow, ich denke mal drüber nach, weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht habe kommen sehen. Und dann habe ich mich aber mega gefreut und habe mich auf diesen Gedanken und auf diese Reise eingelassen. Und ja, im August ist es jetzt soweit. Und auch da hätte ich diesen alten Plan einfach durchgezogen. Hätte ich dafür überhaupt keine Kapazität gehabt, hätte ich wahrscheinlich diese Einladung komplett über, überhört und nicht wahrgenommen. Inzwischen ist es mir einfach super, super wichtig, mit diesem, diesem Wort Seele, mein Soul-Business aufzubauen und zu entwickeln, immer mehr Raum zu geben. Vielleicht könntest, kennst du auch die Aussage: Wir kreieren immer von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Ähm, das heißt, auch da, der Ursprung von allem, was du nach draußen gibst, darf in Alignment mit deiner Seele, mit deinen Werten, mit dir als Persönlichkeit sein. Und um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr Kraft dahinter zu bringen, also warum ist es wirklich wichtig? Wenn wir das nicht tun, dann entsteht da so eine emotionale Dissonanz. Dass du eine Emotion in dir drinne hast, du merkst eigentlich, dass das was da was du da gerade tust oder das was du gerade umsetzt oder lebst in deinem Alltag nicht zu dem passt, was du eigentlich in dir fühlst, da entsteht eine Dissonanz. Also das, was du in dir fühlst, ist nicht in Alignment mit dem, was du nach draußen zeigst. Also wie willst du nach draußen eine, eine erfolgreiche Frau, eine glückliche Frau, eine, eine ja erfüllte Unternehmerin darstellen, wenn du es in dir drin nicht bist? Und diese emotionale Dissonanz ist eine der Hauptgründe, warum Menschen in den Burnout gehen. Es ist diese emotionale Überforderung, dieses nicht übereinstimmende Gefühl, was du in dir hast und was du nach draußen gibst. Und es macht krank. Dementsprechend ist es wirklich nicht einfach nur nice, zu heftig damit auseinanderzusetzen, was bringst du eigentlich mit. Was ist deine Art und Weise, Business zu machen? Was ist deine Persönlichkeit? Was ist deine Art zu arbeiten? Wann hast du viel Energie? Es ist es morgens, mittags, abends? Hast du vielleicht Phasen? Ist es an einem Zyklus orientiert, dass du dann vielleicht auch einmal im Monat komplett für ein paar Tage raus bist und dir das aber auch einplanst und dich daran orientierst und dich in dem Moment ernst nimmst? Was ist deine Art und Weise, Produkte zu erstellen? Ist es so, dass du eine langfristige Begleitung hast? Ist es, dass du wöchentliche Calls hast? Oder ist es so, dass du sagst, hey, einmal intensiv, das sind zwei Tage Workshop, ganztägig, vielleicht sogar offline, und danach ist für ein paar Monate Ruhe? All das ist möglich. Es gibt alle Geschäftsmodelle dieser Welt da draußen, die erfolgreich sind. Diesen Blick oder diesen, diesen eingesteiften Fokus, den ich mir da damals gesetzt habe, nur das funktioniert. Das ist nicht richtig gewesen. Das war falsch. Da habe ich mich drauf eingeschossen, weil das auch meinen Werten, mein bisheriges Bild von Karriere, von Erfolg entsprochen hat, aber das ist nicht nach nach das ist nicht langfristig nachhaltig. Und deshalb hier wirklich die Einladung, wenn du überlegst, ein Business zu starten, dann mache es soul aligned, dann mache es basierend auf deinen Werten, auf deine authentische Art und Weise. Und darum geht es ja auch bei Shine Your Light. Also heute, wenn du diese Podcast-Folge hörst und wenn der Workshop stattfindet, der Soul Business Workshop, dann starte ich auch die Kommunikation zu einem Programm, was in Kürze startet, nämlich Shine Your Light. Und der Titel sagt doch schon: Es ist dein Licht, was aus dir herauskommt, was du von dir aus dem Inneren kreierst und dann ins Außen gibst. Und nicht andersrum. Das Licht von außen dich irgendwie intern anzündet oder innen erleuchtet. So rum funktioniert es nicht. Zumindest nicht nachhaltig. Das ist ehrlicherweise für mich eher eine Art und Weise, womit du dich verbrennst. Für mich ist die nachhaltigere Weise, wirklich bei dir zu starten, deine Haltung zu hinterfragen, aber auch mit reinzugeben, was, was ist deine Art und Weise und dich daran zu orientieren. Das heißt, in Kürze startet dazu auch ein Programm. Am 19. Juni geht es da los. Und ja, wenn du merkst, hey, das resoniert mit mir, was die Julia da erzählt, sowohl. Diese zu starke männliche Orientierung oder auch Prägung, als auch ich möchte mein Business weiterentwickeln und auf eine Art und Weise führen, die viel stärker mit mir in Einklang ist, dann schau dir gerne den Soul Business Workshop an oder komm auch gerne direkt in Shine Your Light. Wie immer gibt es bei mir in den ersten 48 Stunden einen Special Deal, wenn du dabei sein möchtest. Deshalb schau da gerne mal in den Show Notes vorbei. Schreib mir gerne im Nachgang, wenn für dich in dieser Folge was dabei war, du dich vielleicht wiederfindest und jetzt auch in deinem Business auf dem Weg bist oder auf dich auf den Weg machen möchtest, um deiner Seele mehr Raum zu geben weil wie gesagt, bei mir war das auch eine Sache, die habe ich nicht von Anfang an richtig gemacht, sondern die habe ich erst später erkannt, auch aus einer Überlastung heraus, dass es auch anders geht und dass es anders sowohl viel erfolgreicher ist, als auch nachhaltiger als auch erfüllender für mich. Und darauf dafür sind wir doch alle angetreten, oder? Wir sind doch angetreten für Freiheit, für Erfüllung, für Erfolg. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, uns darauf auch zurückzubesinnen und auf diese innere Stimme zu hören und der mehr Raum zu geben. Also ich danke dir, dass du bis hierhin gehört hast. Ich freue mich von dir zu lesen Messages, Nachrichten, gerne auch Bewertungen des Podcasts. Lass da gerne fünf Sterne da, sowohl bei Apple Podcast als auch bei Spotify. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du dabei bist. Beim Soul Business Workshop oder bei Shine Your Light und damit deiner Seele, deiner inneren Stimme mehr Raum gibst. Schön, dass du hier dabei warst und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Deine Julia.